Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein Video, in dem ich mal wieder Essen bestelle. Nicht koche, nicht rausgehe. Heute gehen wir es langsam an, aber natürlich nicht ganz normal, sondern gemeinsam mit Eric habe ich das hier vorbereitet. Und zwar die Randomizer 3000 Maschine. Wir haben hier vorne einen Pfeil angeklebt, der, wenn ich hier irgendwelche Einstellungen vornehme, irgendwann auf einem bestimmten Gericht landet. Und dieses werde ich bestellen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Deshalb legen wir besser los. Seid ihr bereit für Production Value? Unglaublich. Hast du toll gemacht, Eric. So, wir haben hier vorne, wie gesagt, das iPad stehen. Das erste Restaurant ist auch bereits ausgewählt, nämlich Haus Dämmer. Dort gibt es traditionelle deutsche Gerichte, Wirtshausgerichte und ein paar exotischere Abwandlungen. Und ich würde sagen, wir drehen am Glücksrad, am Glücks-iPad. Einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. Bisschen hoch und runter. Was haben wir? Was haben wir? Ein Viertelmeter frische Bratwurst. Ein Viertelmeter? Digga, wer gibt denn seine Bratwurstgröße in Metern an? Ja, dann wird es Zeit für ein Viertelmeter Bratwurst, oder? Sind wir schon auf Mindestbestellwert? Ja, 13,90 € locker. Ich bestelle und wir sehen uns zum Testen. Das Essen ist angekommen. Wir haben hier den Krautsalat und die Viertelmeter Bratwurst. Sollen wir das Maßband rausholen? Stimmt. Eigentlich, ja, wenn es kein Viertelmeter ist, dann Geld-Zurück-Garantie. Hoffentlich. Also wenn das ein Viertelmeter ist, ist irgendwie, man erwartet, dass man so was Krankes bekommt, ja, ne? 25 Zentimeter, ne? Ja. Ja, das stimmt auch. Also es ist schon eine Art und Weise, es zu verkaufen. Ich muss es jetzt ausprobieren. Ich will es auch wissen. Sogar noch mehr! Über einen Viertelmeter Bratwurst. Ich muss erstmal sagen, 13,90 € für Bratkartoffeln mit Bratwurst ist hoch angesetzt, aber das kann natürlich auch sehr eine frische Bratwurst der Qualität geschuldet sein, so, ne? Weil Bratwurst kennt man ja als dieses Ding mit diesen Bratwurstläufern am Stadion und so, ne? Das ist ja immer richtig billig. Ich probiere das Wichtigste zuerst, die Bratwurst. Bin gespannt, was soll besonders sein an so einer Bratwurst? Hm. Also ich fühle frische Bratwurst. Ich habe mich gerade erst wieder erinnert, so frische Bratwurst hat schon diesen charakteristischen Geschmack, so, ne? Sie schmeckt auf jeden Fall wirklich deutlich ausgeprägter als so eine Stani. Ich sag's jetzt, wie sie ist, Bratmaxe. Wie die Käseknacko. Schmeckt so viel, viel würziger, viel herzhafter. Saftig auch allemal. Bratkartoffeln, man sieht schon, das sind so diese klassischen, ne? Klassischen Brauhaus-Bratkartoffeln, die. Oh, ich will es nicht zu früh sagen. Ich würde sagen, die nicht knusprig sind, aber wir müssen einen Test machen. Die sind nicht wirklich knusprig. Es ist jetzt nichts, ne, was mich so krass umhaut, so die Bestellung. Es ist halt wieder so ein Ding, wo ich sage, das ist voll solide. Krautsalat. Also ich muss wirklich sagen, einfach eine unemotionale Geschichte. Du bestellst Bratwurst mit Krautsalat und Bratkartoffeln, du kriegst Bratwurst mit Krautsalat und Bratkartoffeln. Die Bratwurst ist top, Bratkartoffeln sind solide, Krautsalat ist solide. Na, ich bin so bei 7 von 10. Ja, weiter geht's. Weiter geht's mit der zweiten Sache. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir bestellen bei einem Laden, der Chicken macht. Korean Fried Chicken. Das ist ja streitbarerweise schon so mit die krasseste Art und Weise für Fried Chicken. Und wir gucken mal rein. Also, ich weiß, dass das ein kleiner Laden ist. Die werden nicht viel haben auf der Karte. Deshalb gehe ich diesmal ein bisschen langsamer rein. Ich streiche einmal so. Ich gehe mal. Ah, sind wir schon da? Nein. Nee, wir sind noch nicht da. Gehen wir noch ein bisschen runter. Oh! Oh. Ah! Und 6a frittiertes Hühnchen O. Ja, warte mal. Frittiertes Hühnchen ohne Knochen, original. Boah. Let's go, Digga. Ohne Knochen, Digga. Ja, also gut, ist ja häufig so, ne? Tenders sind Tenders, das. Tenders, ja. Genau. 22 Euro. Ja, Bruder, das ist happig, Alter. Dafür erwarte ich aber auch so ein halbes Kilo, Alter. Ja. Ein Zentner erwarte ich dafür. Ein Pfund. Man kann ja nicht mal Soßen jetzt gerade dazu auswählen. Aber vielleicht kommen trotzdem welche. Bestellen wir. Runde 2. Ich habe auf jeden Fall immer noch Lust und ich glaube, das wird gut. Schauen wir einmal rein. Der Star der Show. Hier drin befinden sich mit Sicherheit unsere Chicken Pieces. Okay. Boneless. Wir behalten im Hinterkopf 22 Euro. Ist a whole lot. Aber das ist auch eine stolze Portion. Also. Und am Ende des Tages, wenn es eine andere Qualität ist als bei anderen Ketten, so macht es auch irgendwo Sinn. So, ne? Guck mal hier rein. Was haben sie uns noch gebracht? Sie haben uns noch, okay, so einen Krautsalat mit einer Soße oben drauf gebracht. Dann haben wir hier, oh, es riecht ein bisschen
gewöhnungsbedürftig. Nimm du mal eine Nase, Eric. Ich werde es probieren müssen. Hier vorne haben wir, ich habe einen Verdacht, was das sein könnte, aber auch nur, weil ich mal ein Video darüber gemacht habe, könnte Glutamat sein, also einfach so Geschmacksverstärker. Oder Salz und Pfeffer. Es ist schon knackig, ne? 22 Euro für so eine Portion, aber das Chicken hat auch eine wunderschöne Farbe. Also jedes Chicken Piece ist gleichmäßig golden frittiert und der Laden ist super gut bewertet, ne? Das kommt auch dazu. Ich gucke mal, ob man das so reißen kann. Oh mein Gott, Digga, man sieht wirklich direkt, guck mal. Und wenn ich mir das so angucke, schau du auch mal, sieht nicht aus, als seien das so Tenders, also so Brustfiletstreifen, sondern vielmehr so Hähnchen-Koteletts ohne Knochen, so ausgelöst. Und das ist ja so der saftigste Teil von Hähnchen. Mhm. Ich gehe mal direkt in die Sauce rein, noch einen Dip in das Würzpulver. Ich probiere. Guck mal, wie faserig das ist. Du siehst so richtig, wie kleinteilig und wie... Also ich sag ehrlich... Ist auch eine Portion, die man sich teilen ja, das muss ist, eigentlich, ja, ja. Außer du bist ultra motiviert. Ja, knusprig, saftig, also wirklich ultra hochqualitativ. Man schmeckt das direkt. Mhm. Boah! Brauch ich nicht drüber reden, Digga. Das ist ein glücklicher Max. Das ist das beste Fried Chicken, was ich gegessen habe. Also keine Frage, weil... Wie oft hat man so richtig krass hochqualitatives Fried Chicken gegessen? Dann kann ich auch nicht warten, sorry. Ja, Bruder, komm, ist anders. Ich muss jetzt diesen Salat noch probieren, aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er komplett untergeht. Also, weil was soll das sein? Das ist, glaube ich, auch so extra ein bisschen milder da so zum ganz genau. Gegenpol, ne? Das ist so ein Ding, sagst du nochmal ein bisschen eine andere Textur, ein bisschen was Frisches. Die Soße ist vielleicht sogar wirklich so ein Ketchup-Mayo-Ding, also so Cocktail-mäßig. Bisschen süßer, aber der Star der Show ist hier. Ich probiere das hier nochmal. Hm, wie mit so einem süßen Essig eingelegt. Also hat auch wieder einen Sinn. So, ne? Es macht geschmacklich total Sinn. Aber Leute, Alter, die Herbs da dran. Ab in die Sauce. Ich bin gespannt, was hier noch irgendwie dran anknüpfen soll. Das ist eine 10 von 10, keine Frage. Ich wollte unbedingt, dass dieser Laden auch mit drin ist, weil ich habe da so oft schon selbst bestellt, aber noch nie in einem Video und es ist jedes Mal wirklich pervers. Deshalb schon mal ein dickes Shoutout an der Stelle an Rev's Barbecue. Das habe ich irgendwann mal entdeckt, weil es in der Nähe von unserem alten Büro war und man kann dort jetzt auch bestellen und es gibt wirklich perverse Sachen. Barbecue ist ja schon im Namen, aber es gibt wirklich alles, was so amerikanisch derbel ist und ich weiß, es gibt sehr viele leckere Sachen. Ganz viel habe ich auch noch nie ausprobiert und ich hoffe, dass das, was ich bekomme, geil ist. Aber ich sehe die Chancen relativ gut. Gucken wir mal, was uns erwartet. Also, ihr seht es natürlich hier unten jetzt wieder eingeblendet. Ich gehe einmal ein bisschen nach unten, weil ich weiß, es gibt hier schon ein paar Positionen. Das Ding ist, ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil unten sind die Getränke. So, ich kann nicht nach ganz unten gehen, weil dann kriege ich nur Wasser. Und ja, auch lachen. Ich müsste halt durchziehen, aber wenn du weißt, da gibt es zum Beispiel Philly Cheesesteak und so, ne? Und dann bestellst du eine Flasche Wasser, ist schon etwas traurig. Deshalb nochmal runter, nochmal hoch. Wir sind jetzt langsam aber sicher angekommen. Wenn du auf einer Kategorie stehst, musst du dann alles nehmen? Nein. Okay, warte, dann gehe ich noch ein bisschen... Du musst entscheiden, Bro. Ein Samariter, hä? Ein Samariter. Leben ist schwer, oder? Schon mal Glück gehabt, weil zwei Dinger darunter wäre es 81 Euro gewesen. 81 Euro, das wäre ja wirklich ehrenlos gewesen. Gehen wir mal drauf. Mmh, oh mein Gott, das ist so eine gemischte Platte. Guck mal, wir haben Mac and Cheese, Coleslaw und so verschiedene gegrillte, gesmokte Sachen. Ey, ich werde heute arm, ne? Hast du gesehen? Das waren allesamt wirklich teure Dinger. Aber ich wollte gerade sagen, für euch mache ich es, ich mache es für mich. Aber ihr habt vielleicht trotzdem Spaß dabei. Ich bestelle und wir kommen zur letzten Sache. Nummer 3. Ich bin schon ein bisschen am Kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was wir hier sehen, Coleslaw und hier drin eben diese Zusammenstellung, lässt mich doch schon wieder ein bisschen Hunger bekommen. Gucken wir einfach mal rein. Oh, what the fuck, Alter, was Alter? Sind das für Portionen? Guck mal bitte hier, das siehst du jetzt schon, guck mal. Alter, was? Hä? Mach nochmal bitte, mach. Alter, was? Bruder, es ist wirklich krank, in welchen Zeiten wir leben, dass sowas geliefert werden kann. Bro, dafür musstest du früher nach Amerika, so in Stixel, Texas, so, damit du so ja, crazy Barbecue sowas kriegst bekommst. Du auch längst nicht an jeder Ecke in Amerika. Bruder, krank. Und ich habe noch nicht mal probiert. Fangen wir an. Soundtest. Okay. Cheesy. Okay. Mac and Cheese, gute Mac and Cheese erkennt man echt am Sound. Ne? Ich habe es auch nach unserem Lagerfeuer Mac and Cheese nochmal gemerkt. Die müssen so unfassbar käsig, saftig sein.
wirklich Mac and Cheese ist für mich so das amerikanische Gericht. Der Coleslaw. Coleslaw hatten wir jetzt dreimal. Ja. Einmal deutsch, einmal koreanisch, einmal amerikanisch. Und ich finde hier, von allen, die wir gesehen haben, ne, der Vergleich, das ist auf jeden Fall der liebevollste Krautsalat, den wir bisher hatten. Wie kannst du die Beilagen zuerst essen, wenn du da sowas liegen hast? Boah, das ist nach diesem Essen, ne? Ich muss einen Marathon laufen morgen. Oder? Alter, was habe ich jetzt? Was esse ich denn jetzt hier die ganze Zeit? Weil das ist auch, das haut übertrieben rein, das haut übertrieben rein. Aber auf so eine frische Art und Weise, wo du aber ganz genau weißt, das Frische passiert gerade nur in deinem Kopf, weil da drin ist Zucker, da ist Mayo, das ist mächtig, aber es ist trotzdem ein geiler Kontrast. So, du isst das nicht, wenn du jetzt irgendwie irgendwelche Ambitionen hast. Jetzt. Du willst, dass ich diese St. Louis Ribs schneide und esse. Bro, diese Portion, ne? Schätze ich 1000 Kalorien mindestens. Minimum, ja, glaube ich auch. Gehe ich mit. Bruder, guck mal bitte, guck mal. Einfach vom Knochen runterziehen. Listen to that. Bruder, bin ich jetzt ASMR-Channel geworden oder was? Ja. Was ist das, Alter? Was haben wir heute für Essen hier am Start? Das ist so krank. Dieser fleischige Geschmack, ne? Alter, ist das krass. Das grillt man oder smoked man in Deutschland gar nicht so. Das ist schon so ein ganz eigener Geschmack. Chicken Drumsticks. Ich glaube, es wird nicht weniger krass. Ich probiere hier nochmal Pulled Pork. Auch noch? Und Achtung, guck, auch noch Hähnchenflügel. Pulled Pork auch super stark. Wenn man sich die gesamte Anrichtung anschaut, könnte da ein bisschen mehr Soße drauf sein, aber geschmacklich und von der Textur her ultra gut. Man fragt sich so, wo ist so die Sollbruchstelle? Wo ist der schwache Part? Weil alles ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich muss, glaube ich, auf dem gleichen Bewertungsniveau bleiben. Alter, das ist krass. Das ist heftig. Leute, hat schon wieder ultra gut funktioniert. Ihr dürft einfach nicht normal bestellen. Bestellt blind, bestellt. Lasst die Lieferanten entscheiden, lasst die... Egal. Hauptsache, nicht selbst bestellen, weil man hat irgendwie immer Lack. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.